Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ja, hallo. Herr Schwarz, wir haben gerade schon von dem Protagonisten Max Kränke gehört. Ja. Ist der wirklich so durchschnittlich, wie er von sich behauptet? Ja, das denke ich schon. Also ich schreibe ja seit langem ungefähr auf dem Gebiet, wo die meisten Comedy-Autoren aufhören zu schreiben. Also in den Langzeitbeziehungen, also denn wenn die Qual und die Wüsten und die Sümpfe der deutschen Mittelstandsehe irgendwie beginnen. Und insofern ist er schon eher ein durchschnittlicher Typ, ja. Es wird ja so, es kommt so ein bisschen raus, als wenn er das Aufregende sucht, aber ist er nicht eigentlich mit der Vorhersehbarkeit sehr zufrieden? Ja, es ist immer schwierig. Wir wollen ja mal das, was wir nicht haben. Also wenn wir es aufregend haben, dann wünschen wir uns ein normales Familienleben. Und wenn wir ein normales Familienleben haben, dann wünschen wir uns ein aufregendes Leben. Also ich habe viele Freunde jetzt, die schwer mit der Midlife-Crisis zu kämpfen hatten. Und ich halte das mittlerweile für ein biologisches Phänomen. Also Männer, die in völlig funktionierenden Partnerschaften dahin lebten, brechen plötzlich aus und spielen Hasardeur, nur um es nochmal zu wissen. In Hüftekreisen mit Nancy, ja. Ihrem Roman, war ja Midlife-Crisis auch schon so ein Thema. Ist das tatsächlich auch Max großes Problem? Es ist gar nicht das Leben, es ist eigentlich er. Ja, das ist ja quasi, die beiden Bücher gehören ja irgendwie zusammen. Also Hüftkreisen mit Nancy beschreibt den aktiven Teil, also den Mann, der quasi unzufrieden ist mit seinem Leben und ausbrechen will und sich dann aber doch auf eine andere, sehr seriöse Variante entscheidet, seinem Leben nochmal Pep zu verleihen. Und das wird ein bisschen wehtun, beschreibt halt die Klammer oder die Zwickmühle, in der sich ein Mann mittleren Alters befindet, wenn er registrieren muss, dass sein Sohn anfängt, ein eigenes Leben zu führen. Und er gleichzeitig registrieren muss, dass sein Vater aufhört, ein eigenes Leben zu führen. Jetzt, Sie provozieren es ein bisschen, deswegen muss ich jetzt drauf kommen. Ja. Sie sind, wie Ihr Protagonist, auch selber Familienvater, ja. Ehemann und Journalist. Die Sache mit dem Nacktschläfer, die da vorkommt im Buch, fragen wir jetzt lieber nicht. Aber wie viel Stefan Schwarz steckt denn in Max Kränke? Ja, das ist eine schwierige Frage. Seit Thomas Mann ist ja die Familie auch immer Material. Also das müssen halt die Familien von Schriftstellern ertragen. Aber es ist natürlich immer alles semi-fiktional, das heißt, es wird verarbeitet. Und natürlich ist es gut, schon mal geliebt zu haben, wenn man einen Liebesroman schreiben will. Aber, und ich weiß ungefähr, wovon ich schreibe. So würde ich das mal formulieren. Also es ist auch gut, dass man manchmal nackt geschlafen hat, um von einem Nacktschläfer zu schreiben. Ich kann das nur empfehlen. Sehr schön. Wenn Sie sagen, Familie ist auch Material, wie steht denn Ihre Frau oder Ihre Familie dazu? Gerade in Ihren Kolumnen sind Sie ja wirklich auch sehr, sehr aufrichtig. Das finde ich nicht. Also ich bin vielleicht ein bisschen exhibitionistisch, aber aufrichtig bin ich nicht. Also das würde meine Frau nicht unterschreiben. Meine Frau hat mal gesagt, dass es hier eigentlich relativ egal ist, was ich schreibe, solange das Geld bei ihr ankommt. Und das ist eine sehr vernünftige und sehr pragmatische Haltung zum Leben mit einem Mann wie mir. Das auf jeden Fall. Kommen wir zu einer wahnsinnig guten Figur, wie ich meine, in dem Buch. Neben Max gibt es noch den gescheiterten Moderator Bert Stern, ja. Der in keiner, wirklich überhaupt keiner Lebenslage aufhören kann zu moderieren. Überzogene Charaktere, die ja aber schon irgendwo herkommen müssen. Woher denn in diesem Fall? Naja, der Bert Stern, er leidet ja eine sehr schlimme Krankheit, die Moderationskrankheit. Er kann nicht mehr aufhören zu moderieren und geht also nach Hause und öffnet die Tür und sagt, ja, hallo, liebe Zuschauer, da werde ich mir jetzt mal zu Hause einen Kaffee eingießen und so weiter und kommt aus seiner Rolle nicht mehr raus. Und so überzogen, wie das wirkt, es gibt einen realen Kern. Ich glaube, dass ungefähr 80-90% dessen, was wir sprechen, nicht der Übermittlung von irgendwelchen Kommunikationsinhalten dient, sondern eine Art psychotherapeutische Selbstgespräche sind, auch wenn man mit anderen spricht. Also man spricht über das, was man selber aus seinem eigenen Mund gerne hören möchte. Und daran leidet er natürlich jetzt explizit und bei ihm ist es halt dann schon ein psychopathologisches Problem. Aber Sie haben das jetzt nicht so sehr dem Leben entnommen, dass jetzt jeder Moderator irgendwie Angst haben muss. Ich kenne Moderatoren, die nicht mehr richtig aus ihrer Rolle rauskommen und die Vorstellung, wie sich das privat oder zu Hause im Schlafzimmer ausnehmen würde, hat mich letztendlich auch dazu bewogen, einen solchen Moderator zu erfinden, der ja dann quasi seinen Ausbruch oder seinen Einbruch erleidet beim Sex mit seiner Freundin, indem er durchmoderiert. Und wo wir jetzt gerade im Schlafzimmer sind, eine der schlimmsten Vorstellungen aller Eltern, sie hören ihrem Sex ihrem Sohn beim Sex mit der exzentrischen Freundin zu. Ja. Sie stellen das so dar, als sei das völlig natürlich. Ist es das? Naja gut, also ich weiß nicht, wie es in anderen Elternhäusern war. In meinem Elternhaus war es so, dass ich meine Freundin mit nach Hause bringen durfte. Und auch die durften auch übernachten. Mein Sohn darf das auch. Und ich kenne viele Bekannte, bei denen es ähnlich ist. Und mich hat ja diese Konstellation interessiert, dass die Privatsphäre, die völlig selbstverständlich ist in Familien, durch die Ankunft einer erwachsenen Freundin oder eines erwachsenen Freundes ja plötzlich sehr
demoliert wird. Weil plötzlich ist es vorbei mit dem Nacktschlafen, weil man ja nicht mehr einfach so durch die Wohnung rennen kann, wenn dort ein Fremder in Anführungsstrichen rumrennt. Und natürlich ist es auch, glaube ich, für die Eltern Mitte 40 ein bedrückendes Erlebnis, wenn neben ihnen doch sehr sportlich Sex gemacht wird. Von hier aus sehe ich sogar auf ihrem Buchrücken, Jürgen von der Lippe lobt sie, er bezeichnet sie zum Beispiel als den komischsten und sprachmächtigsten Comedy-Autoren. Die Zeitschrift Brigitte lobt ihren Wortwitz, Selbstironie und Mut zum Slapstick. Und das Satire-Magazin Titanic nennt sie den einzigen im komischen Sinn ernstzunehmenden Autor. Das ist sehr viel Lob aus sehr verschiedenen Richtungen. Herr Schwarz, sind Sie ein Autor für alle? Nee, das glaube ich gar nicht. Also ich kriege ja auch sehr durchwachsene Kritiken für meine Bücher. Das hat damit zu tun, dass ich Unterhaltungsliteratur für die gebildeten Stände schreibe und dass die Cover aber meistens doch die normale Sonnenbank-Mutti einladen, diese Bücher zu kaufen. Und das führt regelmäßig zu größeren Irritationen und ich kriege dann ganz böse Kritiken von Leuten, die sich das mit in den Urlaub genommen haben und dann plötzlich erkennen müssen, dass es sich ja um sowas wie Realität handelt, was dort abgebildet wird. Und das will man im Urlaub ja in gar keinen Fall haben. Ja, ich versuche die Realität schon so handzahm zu machen, dass man sie auch an zwei Tagen in einem Rutsch durchlesen kann, aber es ist schon ganz gut, wenn man sich auch ein paar Gedanken beim Lesen macht. Man sagt immer bei Journalisten, also bei Moderatoren, man muss jemanden vor Augen haben, für den man spricht oder für den man arbeitet. Ja. Wen haben Sie denn vor Augen, wenn Sie Ihre Bücher schreiben? Für wen schreiben Sie denn? Schreiben Sie für die Hausfrau im Urlaub? Ja, ich habe, glaube ich, keinen Leser vor Augen. Aber ich habe Figuren vor Augen. Also manchmal sehe ich jemanden und denke, das würde eine tolle Figur abgeben. Und dann merke ich mir den, spreche mit dem, kläre den auf und dann wird er verwendet. Und der weiß meistens nichts davon, weil ich natürlich andere Namen benutze und insofern. Ja. Andere Namen in Ihrem Buch, Ihren eigenen sollte man sich auf jeden Fall merken. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Schwarz. Dankeschön. Mehr Nacktschläfer im Gewand eines sarkastischen Familienvaters finden Sie im Buch Das wird ein bisschen wehtun von Stefan Schwarz, erschienen bei Rowohlt. Die 270 Seiten kosten 14,95 Euro.